Am 9. März luden die Stadt Hettstedt und die evangelische Kirchengemeinde St. Jakobi auf den Marktplatz zum Friedensgedenken ein. Eingestimmt wurden die Teilnehmer durch Udo Lindenbergs "Wozu sind Kriege da?", bevor Bürgermeister Dirk Fuhlert das Wort ergriff. Liebe Hettstedterinnen, liebe Hettstedter, sehr geehrte Gäste. Ich wurde 1968 geboren. Der Schrecken des Zweiten Weltkrieges lag mehr als zwei Jahrzehnte zurück. Die Menschen gewöhnten sich gerade an den Frieden. Der Kalte Krieg stand jedoch als Drohung noch immer über Europa, insbesondere über dem geteilten Deutschland. Dennoch herrschte Frieden. Mit jedem Jahr, mit jedem Jahrzehnt wurde dieser Frieden vertrauter, wurde selbstverständlicher. Am 24. Februar 2022 starb diese Hoffnung. Am 24. Februar begann auf europäischem Boden ein Krieg. Am 24. Februar begann auch die Gefahr zu wachsen, dass sich dieser Krieg ausdehnen könnte, weitere Staaten involviert werden und im schlimmsten Fall die gesamte Welt wieder hineingezogen wird. So unglaublich, so unfassbar dies klingt, es ist eine Tatsache. Er beklagte die immensen Zerstörungen und die Opfer unter der Zivilbevölkerung, aber auch den Soldaten. Vor diesem Hintergrund bat er die Anwesenden um eine Schweigeminute. Er empörte sich auch über die Reaktion eines AfD-Stadtrates auf die Einladung für dieses Friedensgedenken. Sehr geehrter Herr Bürgermeister, ich vermisse Ihre Pflicht zur Neutralität. Ich habe ihm geantwortet, sehr geehrter Herr X., wenn ein Präsident Putin zwischen den Zeilen auch anderen Staaten und damit auch Deutschland droht, wenn Krieg, Leid und Tod für unschuldige Zivilisten, darunter Frauen und Kinder bringt, dann endet für mich Neutralität. Egal welche Gründe vorliegen, Krieg ist keine Lösung, in keinem Fall. Diese Haltung sollte jeder vernünftige Mensch vertreten, unabhängig von seinem Amt. Gleichzeitig möchte ich Sie darauf aufmerksam machen, dass ich diese Veranstaltung als Privatperson angemeldet habe. Zitat Ende. Was möchte ich damit sagen? Mir ist es egal, welcher Partei jemand angehört, welcher Konfession oder welchem Glauben er sich zurechnet oder welche Merkmale denjenigen ansonsten von den anderen unterscheidet. Wichtig ist, menschliche Vernunft walten zu lassen und zu erkennen, dass dieser Krieg sofort beendet werden muss. Deshalb danke ich Ihnen allen, dass Sie heute hierher gekommen sind, um dies zu demonstrieren. Ich bin überwältigt von der Hilfsbereitschaft, welche den Menschen in der Ukraine und auch denen, die aus dem Land flüchten, gezeigt wird. Und auch hier im Landkreis Mansfeld-Südharz sind die ersten Flüchtlinge eingetroffen. Die Unterbringung erfolgt derzeit über den Landkreis. Sowohl die Wohnungsgesellschaft als auch die Wohnungsgenossenschaft der Stadt Hettstedt haben ihre Möglichkeiten, Flüchtlinge aufzunehmen, geprüft und dem Landkreis gemeldet. Bei Bedarf kann man darauf zurückkommen. Die Stadt hat als weitere Notlösung die Schule am Bahnhof aufgezeigt, sodass wir zunächst hinsichtlich der Unterkünfte aktuell einen guten Stand haben. Zahlreiche überregionale Institutionen bieten die Möglichkeiten an, Geld zu spenden. Dazu gehören zum Beispiel ARD, ZDF, RTL und weitere. Und auch der Pfarrer wird nachher noch auf eine direkte lokale Möglichkeit aufmerksam machen. Viele Bürgerinnen wollen sich auch bei Sachspenden beteiligen. Aktuell hat die Partei Die Linke, der Verband Hettstedt und Umgebung, eine Aktion dazu gestartet. Man organisiert in der kommenden Woche den Transport der Spenden nach Warschau zum Roten Kreuz, damit von dort die Hilfe an die Bedürftigen dann weitergebracht werden kann. Wer sich mit einem Paket beteiligen möchte, sollte sich kurzfristig unter der Mailadresse gebhardt.hettstedt@gmx.de Gebhardt mit DT, zwecks Terminvereinbarung melden. Sie können das auch in der Zeitung nachlesen, aber heute eine kurze Meldung dazu. Gebraucht werden vor Ort hauptsächlich Wasser, haltbare Lebensmittel, Sanitätsprodukte, Medikamente und Hygieneartikel. Bitte alles in Kartons verpacken und möglichst beschriften, was sich im Karton alles befindet. All diese Hilfe kann aber nicht unsere zentrale Forderung schwächen. Im Namen der Stadt Hettstedt, der Kirchgemeinde St. Jakobi und sicherlich auch in Ihrem Namen fordere ich: Präsident Putin, beenden Sie den Angriff auf die Ukraine. Beenden Sie die Zerstörung der ukrainischen Orte.
Nehmen Sie nicht länger für größenwahnsinnige Ziele den Tod unschuldiger Zivilistinnen und auch den von Soldatinnen und Soldaten in Kauf. Respektieren Sie die Unabhängigkeit und Souveränität des ukrainischen Staates und seiner demokratisch gewählten Regierung. Kehren Sie zum Frieden in Europa zurück. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Dann trat Alexandra Scholz, Ukrainerin und Lehrerin an der Musikschule Mansfeld-Südharz, die seit Jahrzehnten in der Region beheimatet ist, ans Rednerpult. Sehr emotional und eindrücklich berichtete sie von ihrer Jugend in der Westukraine, dem damals freundlichen Zusammenleben unterschiedlicher Nationalitäten und Religionen. Und nun der Krieg. Sie verurteilte auf das leidenschaftlichste den Überfall auf die Ukraine und berichtete von vielen Beispielen patriotischen Widerstands, steht sie doch in engem Kontakt mit der alten Heimat. Hier ihr flammender Schlussappell. Zum Schluss will ich nur sagen, ein paar Worte aus ukrainischem Lied. За Україну, за її волю, за кров, за щастя, за народ. Für Ukraine, für ihre Freiheit, für Blut, für Glück und für das Volk. Ukraine war, Ukraine ist und Ukraine wird. Lang lebe vereinigte ukrainische Volk. Lang lebe vereinigte Europa. Slava Ukraini! Zostat mir, Gospodin Putin, schaffen Sie Frieden, Herr Putin. Ich möchte meine persönliche Betroffenheit mit der Aufforderung auf Russisch ausdrücken. Meine Kenntnisse sind schwach, obwohl ich viele Jahre Russisch in der Schule hatte. Aber ich muss es einfach jetzt einmal so sagen. Vielleicht versteht er es sonst ja auch nicht. Verständigung darf doch nicht am Wollen der Sprache scheitern. Er beklagte die Kriegsrhetorik und die Leiden der Kinder und aller anderen Betroffenen und dass die Politik mit dem Ruf nach noch mehr Waffen reagiert. Wäre es nicht wichtiger, mit den angekündigten 100 Milliarden Euro unsere Schulen, die Infrastruktur, die Krankenhäuser, welche die letzten zwei Jahre ja vor dem Kollaps standen, wie uns gesagt wurde, und den sozial-ökologischen Umbau unserer Wirtschaft voranzutreiben. Segne du die Versammelten hier auf dem Markt in Hettstedt und die überall, die nach Frieden und Gerechtigkeit auf der Welt Hungernden. Möge Gott auf dem Weg, den sie vor sich haben, vor ihnen hergehen. Möge sie die hellen Fußstapfen des Friedens und der Liebe finden und diese ihnen auf dem ganzen Weg folgen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zum Abschluss des Friedensgedenkens sammelte Pfarrer Barth Spenden für die Kriegsopfer unter den Klängen der ukrainischen Nationalhymne ein.